Hallo und willkommen zu dem 12. Part von Super Mario Lost Impact. Hallo und willkommen zu Kurs 5, dem Abandoned Outpost. The Platform Cluster ist unser Auftrag und wir werden jetzt schauen, was er für uns bereithalten mag. Warum habe ich das Ding jetzt weggedrückt? Denn jetzt muss ich freestylen auf dem Beat, das kann ich nicht. Okay, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Part hier bei Super Mario 64. Heute ist der Abend im Übrigen. Heute ist der besondere Abend. Heute ist der besondere Abend, an dem der liebe Daniel Geburtstag hat. Ja, herzlichen Glückwunsch Daniel zum Geburtstag. Unbekannterweise, wenn du das hier hörst, nachträglich natürlich. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade dein Geburtstag. Und es findet gerade eine Feier dir zu Ehren statt, auf der ich nicht bin. Tja, das tut mir sehr, sehr leid im Nachhinein so mal betrachtet. Soma, hat Soma gesagt, geil. Das Problem ist einfach Gründe, die du wahrscheinlich kennst. Ist egal, herzlichen Glückwunsch Daniel, auch wenn ich dich überhaupt nicht kenne. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt sage. Ist mir einfach gerade so spontan eingefallen. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Geburtstagsständchen. Warte, ich versuch's mal umzutexten. Okay, auf die Musik vom Level. Oh Gott, das wird schwierig. Ich komme hier nicht hoch! Warte, ich muss hier erst hochkommen, Daniel. Sonst kann ich mich einfach nicht konzentrieren. Er wird eh nicht zuschauen, ich weiß es, aber ist egal. Es ist einfach fucking egal. So. Okay. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Ne, bin ich auch gar nicht. Obwohl. Heute mal. Au. Warum mache ich das eigentlich so umständlich? Ich muss da drüben hoch, ich hammel, ey. Oh Mann. Schlecht. Heute mag es regnen, stürmen oder schneien. Doch du scheinst selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag. Darum feiern wir, oder ich nicht, Freunde freuen sich mit dir. Über Appleboy und auch über ein Bier. Das ist lustig. Cause it's wahr. Ja, Freestyle ist eine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn man. Dieser Auftrag ist mir zu schwer, weil. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Es war jetzt kein schönes Lied, ich weiß. Naja, aber du bist der erste Mensch, der an seinem Geburtstag tatsächlich ein Lied überhaupt gewidmet bekommen hat. Hier überhaupt auf dem Kanal. Also von daher ist es doch vielleicht auch was Besonderes, falls du es dir wirklich angetan hast. Und den Stern, Daniel. Diesen Stern, den 37. in diesem Projekt, den widme ich dir. Der muss jetzt voll das schlechte Bild haben. Sollte er sich's wirklich angeguckt haben, muss der jetzt voll. Also wir kennen uns noch nicht. Wir kennen uns nur über Ecken, sage ich mal. Aber persönlich haben wir uns noch nicht kennengelernt. Und wenn das Erste ist, was er von mir sieht, denkt er entweder, ich bin echt cool. Oder, mein Gott, was ist das? Shoot into the space. Da ist der Auftrag wieder. Ja. Also in dem Sinne. Entweder herzlich willkommen, Daniel. Schön, dich kennenzulernen. Wenn auch wieder über Ecken, nur über andere diesmal. Oder, war ein Versuch wert. Sagen wir es mal so. So. Ich muss Dinge machen. Ich muss mich jetzt wieder hier durch die Gegend ballern. Das kann lustig werden, weil ich es einfach nicht hinkriege. Ich soll diese Münzen da nicht so einfach so einsammeln. Die könnten noch wichtig werden. So, wo war das jetzt nochmal? Es war, glaube ich, es war Seite 172, ganz genau. Ja, diese Informationen werde ich dem Buch entnehmen. Und morgen werde ich alles wissen. Ich bin ein schlauer Kopf. So. Die Ökosysteme. Erkläre. Warte mal. Erkläre. Oh Gott. Oh, was sollte man nochmal erklären? Erkläre die Biozönose. Benutze dabei die Begriffe Lebensraum und Lebensgemeinschaft. Ja. Wow, first try. Einfach so ein first try. Ich halte im Scheißkopf nicht aus. Mein Arsch brennt jetzt.
Nein, tut er nicht, aber ist egal. Mann, ey, warum sage ich so Sachen? Ey, Daniel, es tut mir so leid. Ey, wir müssen uns mal wirklich kennenlernen. Ich bin nicht so ein Typ. Wobei ich auch nicht weiß, was du gerade machst. Von daher, seek a shooting star. A shooting star. A star. She is seek a... Hä? Hide. Es gibt doch hide and seek. Heißt seek fangen? Fang einen schießenden Stern? Ist damit etwa... Hier hinten war ein Stern. Wir gehen mal dahinter. Ist damit etwa dieser Stern gemeint? Fick dich! Komm her! Du Arsch! Hä? Hä? Ich sehe einen Schatten. Komm her, du Stern. Oh, geil! Wie lustig, okay. Das war ja mal ein interessanter Auftrag, sage ich mal. Okay, 39. Stern bereits schon. Wir haben das Level 5 beendet. Krass. Wir gehen nochmal kurz ins Minispielhaus, würde ich mal vorschlagen. Einfach um zu gucken, ob es da jetzt vielleicht mal was Neues gibt. Wäre ja mal cool. Leider nicht. Schade, 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 schade. Sehr schade. Würde uns wahrscheinlich aber auch angekündigt werden. So, wir haben jetzt da rechts diese Höhle, in die wir gehen könnten. Die sehr interessant aussieht. Aber wir gehen erstmal... Au. Wir gehen erstmal, weil ich denke, dass das chronologisch richtig ist. Und ich möchte natürlich nichts verpassen. Wir gehen erstmal hier rein. Wow, Mario wird weggebeamt. Sekunde, ich muss meinen Pulli ausziehen. Sekunde, 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 Sekunde. Soll ich das Ding jetzt nehmen? Das sieht fast aus wie eine Falle, wenn es einfach so vor meine Nase geklatscht wird. Above the clouds. Wow! Wow! Wolken Mario aus Super Mario Galaxy 2! In a 2! Hallo? Danke. Okay. Geil! Wir können Wolken machen. Wie bei Super Mario Galaxy 2. Cool. Also es wurden tatsächlich viele Sachen aus anderen Spielen übernommen. Aus anderen Mario-Titeln, natürlich. Da drüben. Oh Gott. Risiko! Yeah! Boah, das war knapp. Ich meine, wir hätten notfalls noch eine Wolke gehabt, aber ich möchte jetzt aber mit den Wolken nicht verschwenderisch umgehen, weil ich das Gefühl habe, dass die hier nicht einfach so auf Bäumen wachsen. Das ist lustig, weil wir sind auf einem Baum bisher. Ihr müsst jetzt einfach zugeben, dass es lustig war. Es ist jetzt nichts, wo man großartig drüber diskutieren kann. Es war einfach lustig und gut. Jetzt können wir uns darauf einigen. Dankeschön. Finde ich doch schön. Oh, die Wolke! Nein! Du wirst mich niemals kriegen! Geil, die Wolke gab es in Mario 64 schon. Für alle, die es nicht wissen. Die hat einem damals die Kappe vom Kopf gejagt, wenn ich mich richtig erinnere. Die hat einem tatsächlich die Kappe von, die Mütze von Marios Kopf geblasen. Ist das eine... Oh, das ist eine Wolke, durch die man durchfällt. Das ist jetzt traurig. Au. Wieder rein. Yeah, was ein cooler Move. Okay, das war jetzt schade. Und Mario wird ja, vielleicht wisst ihr das auch, wird ja schwächer, wenn er seine Mütze verliert. Ja, das gefällt dem Mario nämlich so gar nicht, wenn er seine Mütze verliert. Das mag er nämlich nicht. Oh, oh. Uah. Okay. So, das Ding ist wieder da. Wir machen es jetzt mal wie folgt. Wir machen hier einen Weitsprung. Holen uns eine neue Wolke. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, was ich hier tue. Eigentlich nicht, ne? Weil wir müssen jetzt immer wieder hin und her springen. Und das geht einfach auf Dauer nicht gut. Aber ich denke mal, es ist schon so ausgerichtet, das ganze Level. Ich hoffe es einfach mal. Ich vertraue einfach mal auf Case.
dass man das mit einer Wolke theoretisch auch schaffen kann. Aber wir nehmen mal zwei mit. Versuchen wir unseren Wolkeninventar immer, dass wir so eine hinter uns herfliegen haben. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz vernünftig so. Aber die Wolken verwirren mich aber, weil es halt keine flachen Gegenden sind, komme ich nicht so ganz klar. Mal auf Nummer sicher gegangen. Hallo Wolke. Aber die Wolke bläst hier gar nicht, oder? Ich möchte es auch ungern nur ausprobieren, ehrlich gesagt. Wo muss man hier weiter? Eigentlich muss man auch hier irgendwo weiter, oder? Wahrscheinlich da oben. Doch wie zur Hölle komme ich da hin? Ich glaube nicht, dass man auf die fetten Wolken drauf kann, oder? Die Frage ist, wie ich jetzt da drauf komme. Ich glaube, ich muss was viel Gewagteres machen, als ich gerne machen würde. Ich glaube, ich muss von hier da hoch, ne? Ach du Scheiße. Wir probieren es einfach mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, María. Okay, das hat geklappt. Geil. Hätte ich nicht gedacht. War es in dem Tempel keine Wolke? Wow, die Wolke bläst doch. Tut mir leid. Ist das hier die zweite Oberwelt? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, denn es gibt einen Stern zu sammeln. Stern 40! Yeah! Wir sind schon richtig gut, muss ich sagen. Oh, nach der Folge muss ich los, merke ich gerade. Oh nein, die Kampf-Gumbas! We are back and we brought you crazy... Okay, warte mal. Wir sind zurück und wir bringen neue Fähigkeiten mit uns. Toll übersetzt, Sebastian. Okay, mit diesen neuen Fähigkeiten wirst du einfach keine Chance haben. Aha, Bowser hat drei Sterne in seinem Schloss rumliegen. Und wir haben uns einen geklaut, um stärker zu werden. Es gibt keinen Grund für Bowser, böse auf uns zu sein, nachdem wir das getan haben. Richtig, Jungs? What the fuck? Was geht bei euch ab? Okay, den ersten habe ich. Hä, wie soll ich den denn besiegen? Au! Shiri! Yo, den habe ich auch bekommen. Die Frage ist nur, wie kann ich den hier besiegen? Muss ich den vielleicht irgendwo gegenlenken? Hä? Wie? Ich muss den jetzt als allererstes machen. Ach so. Okay, das ist ja cool. Okay, so nicht. Vielleicht mit einem Bauchrutscher, damit ich ihm voll so ins Gesicht trete. Ach, einfach umboxen, Mann. Dieser Junge benutzt dreckige Tricks. Er ist ein Cheater. Keiner kann die Gumba-Brüder besiegen. Tja, ist halt so. Ja, das ist dumm. Ich spiele nicht mit Cheatern. What a lame ass. Okay, also was für ein... Na, lahm Arsch werde ich jetzt nicht sagen. Entschuldigungen? Du denkst, wir entschuldigen uns? Puh. Genau, wir haben alle deinen Sprung gesehen. Das ist nicht erlaubt. Ich werde es Bowser erzählen. Toll. Mach das. Und sag ihm, dass wir auf dem Weg zu ihm sind. Und dass es nur noch 4 Parts dauern wird, bis wir ihn besiegt haben. Nein, okay, haben wir nicht. Werden wir auch nicht schaffen in 4 Parts. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Ich weiß nicht, warum Yoshi schwarz ist. Ich würde es so gerne wissen.
Mal gucken, ob die beiden uns noch was Neues zu erzählen haben. Nein, sie sagt immer noch dasselbe. Und Yoshi? Yoshi sagt das schon wieder, aber diesmal ist ein anderer andersfarbiger Yoshi. Vielleicht können wir das hier einfach nochmal machen. Pass auf, wir probieren es einfach mal. Vielleicht kommt jetzt ein anderer Yoshi oder so. Oder wir machen es einfach nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Ist ja auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Diese Kugeln. Oh Gott. Diese Physik ist so unlogisch teilweise. Halt mal den Ball flach. Wir versuchen mal, diese Kugel wieder da reinzumachen. Dieses dumme Pilzhaus. Nein, es ist alles schon sehr, sehr cool hier, muss ich sagen. Also nicht übel nehmen, wenn ich mal cool sage, wenn ich mal doof sage. Also ich kann das schon verstehen. Case hat hier unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Von daher, ich würdige das Ganze auch. Aber das Pilzhaus ist halt doof. Eigentlich nicht. Nicht machen. Oh Mann, dumme Kugel. Auf Doom. Auf Hu. Jo, das zählt. Danke. Ah, wir kriegen nochmal denselben Stern, nur dass Yoshi jetzt eine andere Farbe hat. Aber wir sammeln ihn trotzdem gerne ein. Toll. Hat uns gar nichts gebracht. Naja. Okay, damit war es das für die heutige Folge von Mario 64 Last Impact. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, war heute eine sehr kurze Aufnahme, aber eine lustige. Wir haben einige Sterne gesammelt, haben Welt 5 abgeschlossen, waren im Wolkenwunderland. Keine Ahnung, warum es das überhaupt gibt. Ich muss da mal irgendwann nochmal reingucken. Es sieht mir ein bisschen aus wie eine Oberwelt, als würden wir dafür noch die Flügelkappe eventuell brauchen. Ich weiß es nicht so genau. Und ich weiß nicht genau, was es mit dem Mond auf sich hat. Oh, man hat ihn gerade ganz kurz gesehen. Da oben. Kann man den Mond etwas sehen, wenn man auf der Hecke steht? Ah, man sieht ihn nicht wirklich, ne? Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. In diese Höhle. Und ich bin gespannt, was dort auf uns wartet. Vermutlich der erste Endboss oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. In diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt, hier bei Last Impact. Bis dorthin.